kennst mich schon, seit ich ein Baby bin. Und ich muss dir jetzt mal was fragen. Weißt du, woher ich diese Narbe hier habe? Und was ist überhaupt mit meinen Eltern passiert? Okay, pass auf, das ist so. Dir hat bestimmt schon mal jemand von Lord Voldemort erzählt, dass er angeblich deine Eltern umgebracht hat und dir durch einen Fluch diese Narbe verpasst hat. Das mit dem Fluch, das ist gelogen. Er hat dich in Wirklichkeit mit einem Stein beworfen. Warum hat er mich mit einem Stein beworfen? Keine Ahnung, weil er dich nicht mag. Na jedenfalls, deine Eltern sind wirklich in einem Autounfall gestorben. Was? Ich hab und bestell dir noch eine Cola. Hey Barkeeper, noch eine Cola. Weißt du, deine Eltern haben eine ziemliche Party gefeiert. Was? Ja, die haben ordentlich einen drauf gemacht, haben sich betrunken und sind Auto gefahren. Sind voll gegen einen Baum gebrettert, hab noch nie so viel Holz fliegen sehen und Blut hat gespritzt, das war echt eklig. Und was ist mit diesem Voldemort? Manche sagen, er ist tot. Andere sagen, er lauert irgendwo, um erneut mit Steinen zu werfen. Weißt du was, Harry? Ich würde echt niemandem erzählen, dass die Narbe von dem Stein kommt und nicht von dem Fluch. Denn das ist ja echt peinlich. Hä? Gleis 9, 3 Viertel? Das ist doch voll unlogisch. Das ist sinnlos. Warum ist das da? Das muss ein Druckfehler sein. Das kann doch nicht stimmen. Ich meine... Gleis 9, 3 Viertel fährt an der Intercity-Express von London nach Hogwarts. Vorsicht! Auf Gleis 9 läuft ein Neger amok. Er könnte gefährlich sein. Bitte Vorsicht! Zum Gleis 3 geht's da hinten lang. Entschuldigen Sie bitte, wo geht's zum Gleis 9, 3 Viertel? Zum Gleis 9, 3 Viertel? Sag ich dir doch nicht, du Affe. Fixer. Weißt du, Thorsten und Torben, das sind Grunde genommen genau dasselbe. Und ihr müsst jetzt mit mal mit dir. Und mit Ästhetik. Die Latierung der Viertel geht hier entlang. Percy, du zuerst. Hä? Bin ich bekloppt? Los, Phil und George, ihr jetzt als nächstes. Wir sind nicht Fred und George, genau, wir heißen jetzt Tim und Struppi. Mann, ey, ist ein bescheuerter Name, jetzt geht rein. Okay. War nur ein Scherz, wir heißen Thorsten und Torben. entschuldigen Sie bitte. Ja, ich will auch zum Gleis 9, 3 Viertel, also ich will da durch. Oh, du willst auch gegen die Wand rennen? Ja, nee, durch. Ron rennt heute auch zum ersten Mal gegen die Wand. Das ist die Grinsebacke da. Mhm. Hallo. Alles klar, das ist ganz einfach. Du rennst einfach auf die Wand zu. Ja, und dann bist du auch schon durch. Okay. Keine Sorge, das schaffst du schon. Ich hab eine Vagina. Nette Familie. Okay. Ein Flug. Ich bin Ron. Wollen wir Freunde sein? Na klar, komm rein. Ich bin Ron. Wollen wir Freunde sein? Das hast du eben schon gefragt. Oh, das tut mir leid. Ich bin manchmal ein bisschen doof. Ich habe einen Gehirnfehler. Ach, das macht doch nichts. Meine Eltern waren Geschwister. Oh, ich habe meinen Stein gegen den Kopf gekriegt. Wie peinlich. Ja. Na, Kinder, wollt ihr Wurst zum Naschen? Nein, ich hab noch Krümel. Von Keksen, die mir meine Mom letztes Jahr gebacken hat. Ja, jetzt mal ein ganz anderes Thema. Ich muss mal eben rumprollen. Guck mal hier, wie reich ich bin. Wow. Ja, ich kaufe aber nichts. Alter, kannst auch mal essen, ohne zu grunzen.
Du hast ja noch was gekauft. Nee. Ja, sonst wären die ganzen Sachen ja jetzt nicht da. Existenztheorie. Ist etwas da, nur weil wir es sehen? Ey, willst du mich umbringen? Ich darf über sowas nicht nachdenken. Sonst platzt mein Gehirn. Oh, der Gilb. Tja, jetzt ist er wohl tot. Ich hab ihn umgebracht. Wow, ich hab Fresh Dumbledore. Oh, mach das aus, ich hasse Hip-Hop. Okay. Was hörst du denn sonst so für Musik? Ich höre meistens Hardcore-Punk. Ah, ja. Oh, das ist übrigens Ginny, meine Schwester. War das nicht die Kleine vom Bahnhof? Nein, das war die Ratte Krätze. Das hier ist Ginny. Ich bin doch nicht blöd. Ja, klar. Naja, egal. Was wird das denn jetzt? Eidot! Hey, ihr Wichser. Habt ihr zufällig eine fette Kröte gesehen? Meinst du die Süßigkeitenfrau? Nein. Bist du irgendwie behindert oder so? Oder bist du schwul? Ich bin nicht behindert, ich habe besondere Bedürfnisse. Aha. Und schwul sind wir auch nicht. Ich weiß nicht. Hab ich doch gesagt, behindert und schwul. Nicht so wie ich. Lesbisch und hyperintelligent. Oh, Lesben. Vergiss es, Wichser. Ich stehe nicht auf Jungs. Ich zeig euch mal, worauf ich stehe. Das ist ein Dildo. Den benutzen wir Mädchen, weil ihr Jungs es nicht bringt. Oh, ich bin so überrascht. Ich muss meine Brille abnehmen. Also, ihr müsst euch die... Kannst du mal aufhören mit diesen Wichsgeräuschen? Und wichsen die Schmatze. Ja, ist klar. Also, ihr müsst euch die Schwänze abschneiden. Die Schwänze abschneiden? Wenn ihr mit mir befreundet sein wollt. Du hast Wichser an der Nase, weißt du das? Sieht nicht geil aus. Genau da. Das ist Vanillesoße. Ihr werdet gleich in eure Häuser eingeteilt. Ich muss mal eben ganz kurz was erledigen. Alter, kannst auch mal schmatzen, ohne zu essen? Ja, ich lach.